dieser Debatte Michael Fietz für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es klingt mittlerweile viel zu vertraut, wenn wir feststellen, dass die Welt immer mehr, immer schneller aus den Fugen gerät, dass wir mit den wachsenden und sich verändernden Herausforderungen mithalten müssen, dass Gewissheiten der internationalen Ordnung weniger gewiss werden. Die Notwendigkeit, dass wir uns vielfältig engagieren, nimmt zu, vor, während und im Nachgang von Krisen und Konflikten. Wenn wir diesen nicht bei der Bewältigung vor Ort helfen, stehen sie irgendwann direkt hier vor unserer Haustür. Und zivile Krisenprävention ist ein wichtiger Teil unserer Politik. Auch wenn diese nicht so im Blick der Öffentlichkeit und offenkundig der Planer der Plenartagesordnung steht, wie andere außenpolitische Instrumente, die nämlich dann notwendig wären, wenn Prävention scheitert, wenn Krisen nicht eingedämmt werden, wenn die Bewältigung teurer und aufwendiger wird, mit allem Risiko für Leben und Leib derer, die dann zum Einsatz kommen. Der Aktionsplan Zivile Krisenprävention von 2004 wird nun als Grundlagendokument neu überarbeitet. Die darauf aufbauenden Leitlinien zum Krisenengagement befinden sich in der Bundesregierung zur Abstimmung. Gemeinsam mit dem Weißbuch ist dies ein wichtiger Bestandteil unserer auswärtigen Politik. Unsere Außen- und Sicherheitspolitik ist vorausschauend, werteorientiert und interessengeleitet und umfassend, die dann auch Entwicklungshilfe und andere Bereiche mit umfasst. Wir stärken unser Engagement für Prävention, für die Bewältigung und Nachsorge von Krisen und Konflikten, um langfristig Stabilität und Frieden zu fördern. Konkret schaffen wir das nur mit Menschen, die sich vor Ort mit hohem Einsatz einbringen, Experten auf unterschiedlichen Fachgebieten, die gemeinsam mit den Konfliktparteien Lösungen suchen. Die hierfür notwendigen Kenntnisse sind so vielschichtig wie die Konflikte und Krisen selbst. Das heute in die Beratung eingebrachte Sekundierungsgesetz ist hier ein wichtiger Baustein. Wir gehen auf die neuen Notwendigkeiten ein. Wir berücksichtigen bisherige Erfahrungen und rüsten uns für die Zukunft. Zurzeit steht die soziale Absicherung unserer sekundierten Experten in keinem Verhältnis zu den Ansprüchen, die wir und die internationale Gemeinschaft an deren professionellen Einsatz stellen. So wurde an vielen Stellen bislang lediglich eine Aufwandsentschädigung gezahlt, während in anderen Bereichen längst den Realitäten mit regulären Arbeitsverträgen Rechnung getragen wird. Wenn wir einen professionellen, umfassenden und zielgerichteten Einsatz von Fachkräften wollen und noch mehr Fachkräfte gewinnen wollen für diesen Einsatz, müssen wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen liefern. Erbrachte Leistungen müssen bezahlt und abgesichert werden. Vor allem wird Rechtssicherheit für alle Vertragsparteien geschaffen. Für die möglichen Vertragstypen gelten künftig die gleichen Vorschriften in Bezug auf Risikoabsicherung bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, bei sonstigen Haftungsrisiken sowie vor allem auch der Altersvorsorge. Diese Anpassung ist überfällig. Ebenso wichtig ist die Aufwertung des Zentrums für internationale Friedenseinsätze, kurz CIF, unter Steuerung des Auswärtigen Amtes. Hier werden geeignete Experten für die komplexen Aufgabenbereiche ausgewählt, vorbereitet und für die entsprechenden Missionen dann dem Auswärtigen Amt vorgeschlagen. Arbeitgeber und steuernde Kraft am Ende bleibt das CIF. Unsere zivilen Experten leisten einen substanziellen Beitrag im Krisenmanagement im Rahmen unseres vernetzten Ansatzes, sei es bei Aufbau und Ausbildung der Polizei in Mali, bei der Überwachung des Minsk-Abkommens in der Ukraine. Die Justizreform in Kosovo wird von Rechtsexperten begleitet. Die Demobilisierung der Kriegsparteien in Kolumbien wird von ihnen unterstützt, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Weltweit sind unsere Fachkräfte in unterschiedlichen Krisengebieten im Einsatz. Sie tragen dazu bei, ziviles Krisenmanagement als wichtiges Element deutscher Außenpolitik umzusetzen. Ich danke daher ausdrücklich allen, die sich hier für unser Land weltweit ihren Beitrag für Frieden und Stabilität leisten. Diesem Dank und dieser Anerkennung müssen Taten folgen. Mit der Neufassung des Gesetzes schaffen wir eine bessere rechtliche Absicherung. Mit den neuen Leitlinien zum Krisenmanagement einen ergänzenden strategischen Rahmen. Lassen Sie uns beides zügig zum Abschluss bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Fietz.